ideell im Versuch und ist auch durch seine Motorboot-Rennsportaktivitäten bekannt gewesen. Und jetzt, wie man sieht, immer noch mit dem IWL verbunden. Und der Fahrer ist Herr Siegfried Tippner aus Berlin. Jetzt haben wir wieder ein Berlin, Baujahr 61. Auch wie viele Rollerfahrer stilecht mit dem alten Helmschalenhelm. Aus Döbeln auf Treuebauer 63 auch hier mit Camping. Fahrzeuge, die über Getagen, Löwenbruch, Kerzendorf, Thüringen, Siepen, Arnsdorf geht. Und wir erwarten ab 11:30 schon wieder die ersten Roller zurück. Die Nummer 313, Thomas Kolfmann aus Berlin auf eine Berlin Feuer 62. Nummer 513 auf Berlin mit Kettenhänger der Herr Bodo Kleingeist aus Leipzig wird jetzt als nächster Fahrer auf den Parcours steigen. Hier auch der Berlin-Roller mit Windschutzscheibe, Blinkleuchten ausgerüstet. Berlin-Fahrer mit Anhänger. Das ist die Startnummer 503
Euer Bart aus Soltau aus Berlin, Nummer 59. Berlin, Nummer 62. Wenn die Roller von der Zuverlässigkeitsfahrstrecke wieder zurück sind, werden sie hier ihre Roller parken und ausstellen. Und ab 16 Uhr etwa ist dann der Startkurs.
auch mit Plastikmasken.